Jan, der kleine Lauch, wollte für den Sommer ordentlich trainieren, damit sein Bizeps nicht mehr Kindergröße hat und er endlich mal bei den Girls landen kann. Am Tag nach dem ersten Training wacht Jan auf und bemerkt, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Er hat nämlich üblen Muskelkater. Was so ein Muskelkater überhaupt ist, wie er entsteht und was Jan dagegen tun kann, erfahrt ihr jetzt. Als Muskelkater bezeichnet man den Schmerz, den man nach starker körperlicher Aktivität oder intensiver Beanspruchung der Muskeln verspürt. Er tritt meistens 12 bis 24 Stunden nach der Belastung auf und kann bis zu einer Woche lang andauern. Die Bezeichnung Muskelkater hat übrigens nichts mit dem Tier zu tun, sondern kommt von Katarrh. Als Katarrh bezeichnet man eine Entzündung der Schleimhäute. Ein Muskelkatarrh entspricht also einer Entzündung des Muskelgewebes. Aber ist es auch wirklich so? Oder kommt der Schmerz von einer Übersäuerung der Muskeln? Wie ein Muskel aufgebaut ist, kennt ihr vielleicht schon aus unserem Video zur Muskulatur. Schauen wir uns mal so ein Sarkomer an. Das ist die allerkleinste Einheit im Muskel. Die Stelle zwischen den einzelnen Sarkomeren wird Z-Scheibe genannt. Wenn sich der Muskel anspannt, ziehen sich die Sarkomere zusammen, das heißt, auf die Z-Scheibe kommt ordentlich Spannung. Ist der Muskel die übermäßige Belastung nicht gewöhnt, kommt es durch die Überbeanspruchung an den Z-Scheiben zu ganz kleinen Rissen. Diese Mikrorisse können sich dann entzünden und es kommt zum typischen Muskelkater. Diese Entzündungen können auch dafür sorgen, dass der Muskel warm wird und leicht anschwillt. Was kann Jan jetzt gegen seinen Muskelkater tun? Und sind solche Entzündungen eigentlich gefährlich? Also gefährlich ist Muskelkater nicht, aber man sollte einiges beachten, um ihn nicht zu verschlimmern. Zum Beispiel sollte man denselben Muskel dann nicht weiter stark belasten. Das Anspannen des Muskels würde wieder an den Z-Scheiben ziehen und die Risse könnten sich verschlimmern. Auch Dehnen ist bei Muskelkater keine besonders gute Idee, da auch hier das Muskelgewebe gestreckt wird und die Mikrorisse sich vergrößern könnten. Schmerz-, Vitamin- und Aspirintabletten ebenfalls nicht gegen Muskelkater. Bei Massagen sollte man vorsichtig sein, da übermäßiges Rumgeknete auf dem Muskel die Risse ebenfalls verschlimmern könnte. Eine leichte Massage zur Anregung der Durchblutung ist allerdings unproblematisch. Auch Wärme regt die Durchblutung an und sorgt somit für eine schnellere Heilung der Mini-Entzündungen. Bei Muskelkater handelt es sich also um ungefährliche entzündete Mikrorisse im Muskelgewebe, die man am besten mit Schonung und Wärme heilt. Falls ihr wissen wollt, wie ein Muskel genau aufgebaut ist und wie er funktioniert, klickt unbedingt auf dieses Video. Dort wird euch alles ausführlich und einfach erklärt. Was habt ihr noch für Fragen zum Thema Biologie im Alltag? Ballert's in die Kommentare. Ansonsten haut rein, Leute, macht's gut und ciao.